So, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen zurück bei mir, dem Sender, zu dem Kanal, zu einem erneuten Video von mir. Und ja, ist heute mal keine Sunny-Sprechstunde, weil die einzelnen Themen sind, glaube ich, ein bisschen zu klein, um die alle als separate Sprechstunde sozusagen aufzunehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum machst du nicht einfach mal so ein kleines Themenmix-Video, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, im Hintergrund ein schon etwas älteres BF4 Panzer Rush Verteidigungs, wie auch immer man es nennen möchte, Gameplay. Gönnt es euch. Aber das Gameplay ist wie immer nebensächlich, weil ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar das erste, was ich sagen wollte, ich war jetzt wieder ein bisschen passiv. Jonas, Grüße gehen raus. Weil ich habe das Tomb Raider Let's Play jetzt endlich mal fertig hochgeladen. Weil das ist total lächerlich. Ich glaube, in der Zeit, die ich vorher gebraucht hätte, um eine Folge hochzuladen, habe ich jetzt das komplette Let's Play hochgeladen. Und, ja, werde ich jetzt hier irgendwo verlinken. Ja, wenn ihr Langeweile habt, auch wenn es schon ein älteres Spiel ist, aber ich habe gesagt, ich ziehe es durch mit dem Hochladen. Das habe ich auch gemacht. Und, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann wisst ihr, G steht für gönnen. Also gönnt es euch. So. Was ich jetzt zuerst mal ansprechen wollte, was jetzt nicht mehr so 100% aktuell ist, aber wo ich eigentlich auch nochmal sowas zu sagen wollte, war die ganze Geschichte, die da rund um Julians Blog und das GDL-Video war. Für diejenigen von euch, die im Internet nicht so aktiv sind, beziehungsweise auf YouTube nicht so aktiv sind, das nicht mitbekommen haben, der gute alte Julian, relativ großer YouTuber, 1,3, 1,4, 1,5, irgendwie sowas, hat ein Video gemacht und ich sag's mal so, er hat einen sehr schwarzen Humor. Zumindest würde ich das so bezeichnen und das bezeichnen auch andere so. Allerdings sagen manche, die Grenze, also ist, er habe eine Grenze überschritten, indem er sozusagen über das Dritte Reich sich etwas, ja, verharmlosend ausgelassen haben soll. Und deswegen hat er eine Anzeige bzw. eine Verurteilung wegen Volksverhetzung bekommen. Und zwar ist er verurteilt worden zu 8 Monaten Freiheitsstrafe mit 3 Jahre Bewährung danach noch und einer 15.000 Euro Geldstrafe plus der davon noch das ganze Verfahren bezahlen. Durch so Sachen wie, dass er die, ja, die Lokführer der GDL nach Auschwitz selber kutschieren würde, damit sie dort vergast werden könnten, hat er sich ziemlich viele Leute zu Feinden gemacht, sage ich mal. Und viele Fans haben sich natürlich beschwert. Ich kenne selber jemanden, der sich halt sehr negativ da sozusagen über das deutsche Recht ausgelassen hat, weil er meinte von wegen, ja, es gibt ja viel schlimmere Dinge, die Leute tun und dafür gibt es dann halt keine Bestrafung und dann für sowas, ja, kommen dann halt Leute in den Knast. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass es in gewisser Weise, also es gab irgendwas unter dem Slogan, ich glaube, das war die Bild-Zeitung oder so, was sie wieder so eine Scheiße fabriziert hat, von wegen, auch für YouTuber gelten Grenzen. Und das ist eigentlich so das, worauf ich mehr oder weniger hinaus wollte. Ich verstehe nicht, wieso manche Leute glauben sollten, dass für YouTuber keine Grenzen gelten. Ich meine, wir leben in Deutschland, für uns gelten dieselben Rechte. Ja, auch wenn jetzt vielleicht für die Videos, da bin ich mir aber auch nicht 100% sicher, auch noch gleichzeitig amerikanische Rechte gelten, weil das halt über amerikanische Server läuft. Aber das ist doch einfach, das ist doch bescheuert, ja. Und ich finde den Humor von Julian an gewissen Stellen gut, weil ich ein Fan von schwarzem Humor bin. Allerdings fand ich das auch ein klein bisschen übertrieben. Ich kann trotzdem nicht verstehen, wieso der deswegen so hart verurteilt wurde. Ich hätte es noch unter das, worauf er auch plädiert hat, dass es halt Kunst ist. Da hätte ich es, glaube ich, auch noch drunter fallen lassen. Aber da kann sich ja jeder seine Meinung selbst drüber bilden, wie immer. Und deswegen könnt ihr mir auch einfach mal sagen, was ihr davon haltet. Gerechtfertigt, ungerechtfertigt. Und verfolgt ihr Julians Blog oder haltet ihr gar nichts von dem oder wie ist das bei oder kanntet ihr den vielleicht nicht einmal? Das gibt's ja auch. So. Dann das nächste, was ich noch ansprechen wollte. Ich liebe dieses Format, also beziehungsweise jetzt nicht dieses Format, sondern die seine Sprechstunde. Nur mein Problem ist, zum einen bin ich nicht willens, irgendwelche großartigen Basher-Baller-Böller-Gameplays zu erspielen.
Außer halt in Battlefield, wo ich aber sowieso entweder nur Scheiße baue oder gut spiele. Oder beziehungsweise die ersten 5 Minuten gut spiele, dann den Rest vom Game Scheiße baue und trotzdem noch Erster in der Lobby bin. Mario, Grüße gehen raus, weißt du, was ich meine? Und auch so Black Ops 3 habe ich mir jetzt mittlerweile auch gegönnt auf dem Computer. Ich bin zwar der allerletzte Sucklord, aber das war ich in Black Ops 3 am Anfang ja auch. Und ja, ich habe allerdings weder Bock, da irgendwie auf irgendwas rumzuswetten, weil ich finde, dass es gibt so viele Leute, die einfach nichts anderes machen als sweaten. Und das macht das Spiel auch ein Stück weit kaputt, finde ich. Oder allgemein hat das Black Ops 2 auch ein Stück weit kaputt gemacht. Und ich war auch nie Fan von solchen Leitungs- oder Basher-Gameplays im Hintergrund, wo dann die Leute die Gegner entweder totschlucken und dann mit Streaks bewerfen oder einfach wegschimmeln, wegpatrouillieren oder sonst was und dann mit Streaks bewerfen, sondern am Ende ihr 200 plus haben. Das ist zwar ganz gut, weil man sich das angucken kann, ohne irgendwas nachdenken zu müssen, ja? Und dann, oder beziehungsweise sich einfach dann auf die Stimme sozusagen konzentrieren kann. Aber ich war nie Fan von sowas. Wenn das bei euch anders ist, wenn ihr sowas gerne sehen würdet, ja, kauft euch eine Elgato oder eine Aufnahmeprogramm und einen Computer oder ich meine bei PlayStation und Xbox One gibt es ja glaube ich mittlerweile auch solche extra Aufnahmefunktionen. Nehmt bei euch eine gute Runde auf, schickt es mir, wenn ihr möchtet. Oder beziehungsweise schickt mir eine PN mit einem Link vom YouTube-Video, was ihr nicht gelistet hochgeladen habt. Nur das Gameplay, ja. Dann kann ich mal gucken, würde ich das vielleicht sogar auch dann verwenden, also solche Gast-Gameplays, schlicht und einfach gesagt. Oder was hättet ihr ansonsten gerne als Hintergrund für Sunnys Sprechstunde? Reichen euch dann auch eher irgendwelche etwas trolllastigeren Sachen oder sowas Kleines wie das hier? Ja, auch wenn das ein bisschen kurz ist. Und, ja, das wüsste ich halt gerne, weil mir, wie gesagt, das Format schon recht wichtig ist und ich nicht möchte, dass ich sozusagen jetzt einfach nur, weil ich keine Lust und auch keine Nerven habe, mir irgendwelche Sachen dafür zu erspielen, dass ich deswegen das Format nicht mehr hochladen kann. Und, ja, das soll's dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und, ja, Leute, haut's da drin. Bis zum nächsten Mal. Euer Sanitöter. Tschüss.